Satz des Pythagoras ist heute unser Thema und wir werden relativ viel praktische Beispiele betrachten. Denn wir wissen ja eins beim allgemeinen Dreieck, aber in einem Punkt nicht allgemein, denn hier oben brauche ich einen rechten Winkel. Dann gilt der Satz des Pythagoras, ist folgendes: Wenn ich hier Seite A, hier Seite B und hier Seite C habe, dann gilt die Länge der Seiten, aber deren Quadrate, C Quadrat, die längste, nennt sich Hypotenuse. Das sind Katheten, das ist eine Kathete, das ist eine Kathete. Also, die Länge der Hypotenuse zum Quadrat ergibt sich aus der Summe der Kathetenquadrate. Also kann ich schreiben, ist A Quadrat plus B Quadrat. Ich kann es auch umdrehen, ich kann auch sagen, A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Dann habe ich es schön in der alphabetischen Reihenfolge. Wir haben das schon mal kurz angedacht. Zum Beispiel, ich erinnere an diese 3, 4, 5 Regel, womit man immer ganz schnell ohne dass man sich viel merken muss, ein rechtwinkliges Dreieck konstruieren kann. Das wäre Seite, 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 die Konstruktionsform. Ich nehme also, fange zum Beispiel so an, 3 Meter, mache mit dem Zirkel hier einen entsprechenden Halbkreis mit 4 Metern, steche dann hier einen, mache einen mit 5 Metern und dann kann ich davon ausgehen, dass ich, wenn ich diese Punkte verbinde, hier auf jeden Fall ein rechtwinkliges Dreieck habe. Das steckt dahinter. Aber gehen wir doch gleich mal in die Praxis und zwar insofern folgendes Beispiel. Ich bin jetzt letztens an einem Funkmast vorbeigefahren. Der Funkmast ist ziemlich hoch und ich mache den mal jetzt nur rot. Das muss reichen. Und der wurde mit Abspannseilen und zwar, ich mache es mal hier hin, mit Abspannseilen gerade gehalten. Davon hat noch viele Seile, eins noch hierher. So, und jetzt steht der Funkmast da und kann nicht mehr umkippen. Und was hier drin versteckt ist, womit man immer mit Längen rechnen kann, sind rechtwinklige Dreiecke. Und zwar hier eins zum Beispiel, nach hinten oder gar hier nach vorne. Das wäre auch ein rechtwinkliges Dreieck, ein ganz typisches. Oder hierzu, aber ich will die jetzt nicht alle einmalen, denn sonst wird es einfach zu unübersichtlich. Wenn man so eine Skizze gemacht hat und hat da bestimmte Maße gegeben, zum Beispiel die Länge des Seiles wäre zu errechnen, die ich brauche und ich sage, ich habe hier in 50 Meter Höhe diesen Befestigungspunkt, hier unten ist der Erdboden und das hier unten, das kann ich auch abmessen, das heißt, ich habe hier unten meinetwegen 20 Meter, hier diese Länge. Dann macht man es erstmal aus dieser Skizze eine Arbeitsskizze und zeichnet ein entsprechendes rechtwinkliges Dreieck, schreibt die Maße ran und kann dann ganz leicht sagen, was ist das hier für eine Seite. Wenn ich jetzt hier auf mein allgemeines Dreieck hingehe, die Seite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt, ja, wie würdet ihr sie bezeichnen? Gut, genau, Hypotenuse oder C. Also ich könnte hier in diesem Fall ganz einfach C dazu sagen. Ich könnte auch, weil ich weiß, dass es eine Hypotenuse ist, könnte auch hier L ran schreiben, wie Länge des Seiles. Oder ich schreibe ein S ran oder was auch immer. Wir bleiben jetzt erstmal bei C. Ja, und wenn ich C errechnen will, dann sage ich, das ist ganz einfach, C Quadrat ist gleich. Ob ich jetzt A und B sage, ich kann es direkt einsetzen, 20 Meter. Und jetzt kommen wir zur Schreibweise. Es ist ganz wichtig, das direkt einzuklammern. Plus 50 Meter in Klammern zum Quadrat. Das spricht man auch so, in Klammern zum Quadrat. Warum? C Quadrat ergibt sich aus, 20 mal 20 sind 400 und Meter mal Meter ist Quadratmeter. Das ist das Wichtige dabei. Durch das Quadratmeter Gesundheit werde ich immer daran erinnert, dass ich hier eigentlich etwas Flächenartiges ausrechne. Und 50 mal 50 sind 2500, wenn ich das richtig sehe. Aber Meter mal Meter wieder Quadratmeter. Direkt so schreiben. Und was müssen wir jetzt machen? Jetzt haben wir C Quadrat, ist also, wenn ich die beiden Zahlen zusammenrechne, 2900 Quadratmeter. Ich möchte aber C haben. Was bleibt letzten Endes? Ich muss aus beiden Seiten die Wurzeln ziehen. Und dann gibt es hier wieder C. Und jetzt muss ich die Wurzel aus 2900 ziehen. Und die Wurzel aus Quadratmeter ist Meter. Ich werde also Meter direkt rausbekommen. Aber jetzt brauchen wir nochmal schnell mit dem Taschenrechner die Wurzel aus 2900. Macht mal bitte. Gut, also hatten wir jetzt hier die Wurzel gezogen. Das wären nur, ich sage extra nur 53,851 Meter. Nur deswegen, weil, wenn ich mir überlege, dass in einer Höhe von 50 Metern das Seil angemacht ist, dann ist diese Seite auf jeden Fall länger. Das ist klar.
aber nicht viel länger. Und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Also auf jeden Fall, eins muss ich immer machen, wenn ich die Wurzel gezogen habe, muss ich überlegen, passt denn das? Es ist die längste von allen Seiten, ja, würde gehen. Und dann nochmal kurz überlegen, was wären hier so die nächste Wurzel? Wahrscheinlich Wurzel aus 2550, ne? Also ein bisschen drüber gegangen, daher kommt diese Zahl zustande. Machen wir das mal anders, gleich nochmal gleiches Beispiel, aber ich mache jetzt mal ein grünes Dreieck. Ich sage, nee, die 20 Meter sind mir zu wenig. Ich möchte auch wieder in 50 Metern meinen Aufhängungspunkt für das Seil haben. Ich will auch wieder diese Seillänge ermitteln. Ich nenne sie jetzt nochmal wieder C, aber ich gehe mal auf 40 Meter. Jetzt kann ich hier die Gleichung direkt aufstellen. Ich kann nämlich sagen, C ist dann gleich Wurzel aus. Und jetzt mache ich Folgendes. Fangen wir mit 1600 Quadratmetern an und dazu 2500 Quadratmeter. Und die Wurzel ist abgeschlossen. Ich muss erst die Summe ausrechnen und dann die Wurzel ziehen. Tippt mal ein, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt rauskommt. Ja, und jetzt hätten wir 64,031 Meter raus. Jetzt wird es schon drastisch länger. Nochmal überprüfen, ist es die längste? Ja, ist die längste Seite geworden, es passt. Und es passt auch einigermaßen vom Überschlag her, wenn ich hier unten 4100 habe und daraus die Wurzel ziehe, ist das nächste 3600, daraus die Wurzel wären 60 Meter, also ein bisschen mehr ist es schon. Erstmal Pause und jetzt diskutieren wir das mal durch. Jetzt drehen wir die ganze Geschichte mal um. Und zwar, ich bleibe wieder bei meinem Funkmast. Ich mache das erstmal so Funkmast. Das wäre sozusagen die Natura-Skizze. Wenn man die schon vorgegeben hat, ist es leicht. Und ich sage, ich habe ein Seil, das ist, sagen wir mal, 90 Meter lang und ich möchte unbedingt in 50 Meter Höhe den Abspannpunkt erreichen und jetzt möchte ich wissen, ist denn mein Grundstück eigentlich hier von der Ausdehnung her, von hier bis hier groß genug, würde das eigentlich gehen? Und ich sage hierzu meinetwegen A oder L oder S oder sonst was, ne? Ich kann es sonst wie bezeichnen. Wenn ich hier den rechten Winkel habe und würde dieses Dreieck drehen, dann hätte ich ja hier den Punkt A, also könnte ich ruhig hier in diesem Fall Seite A ranschreiben. Wobei es lohnt sich nicht mit den allgemeinen, nochmal hier, nicht mit solchen allgemeinen ABC-Größen zu arbeiten, sondern immer konkret. Sodass ich jetzt mal schon darauf komme, dass ich sage, okay, ich möchte hier die Länge L haben, von hier bis hier. Das ist eine Kathete, die 50 Meter sind eine Kathete und ich habe die Hypotenuse gegeben. Auch hier lässt sich es ganz einfach machen, indem ich sage, gut, also gilt 90 Meter in Klammern zum Quadrat ist gleich, jetzt fange ich mit der einen Kathete an, 50 Meter in Klammern zum Quadrat plus L Quadrat. Und jetzt kann ich umstellen und habe dann, nehmen wir 90 mal 90 ist 8100 Quadratmeter. Minus 2500 Quadratmeter ist gleich L qua, ach was, ich mache gleich die Wurzel drauf. Ich werde gleich nochmal an der Stelle eine Pause machen. Und könnt ihr jetzt L so direkt ausrechnen. Lasst uns mal ganz kurz durchdiskutieren. Moment. Gut, also ich könnte hier einen Regiestrich machen und sage, ich möchte 50 Meter in Klammern zum Quadrat abziehen. So, hier gibt es noch eine Frage. Gut, machen wir es nochmal ganz ausführlich. Dann hätte ich hier 90 Meter in Klammern zum Quadrat minus, ich meine in diesem Fall die Klasse, die wusste das schon, aber es kann ja sein, dass jemand von außen zuguckt, der das nicht wusste, ist L Quadrat. Dann ausmultiplizieren und nächsten Schritt, also wäre das 8100 Quadratmeter minus 2500 Quadratmeter ist immer noch L Quadrat. Achtung, hier immer noch das Quadrat. Und jetzt, damit ich das loswerde, jetzt ziehe ich noch die Wurzel. Daher kommt das. Ich hatte das eben ganz schnell gemacht. So, jetzt bitte mal voneinander abziehen und eintippen und dann werden wir mal sehen. Also kämen wir auf 74,833 Meter. Ich nehme
in diesem Fall 3 Stellen gewöhnen wir uns grundsätzlich an, weil ich lande dann im Millimeterbereich. Bei solchen Wahnsinnsgrößen sind Millimeter wahrscheinlich nicht entscheidend, aber das gewöhnen wir uns mal grundsätzlich an, auf 3 Stellen genau zu runden. Der Taschenrechner gibt hier wahrscheinlich noch viel mehr Stellen nach. Gucken wir mal, ob das stimmt. 90 bleibt die längste, 90 Meter, das bleibt die längste und die ist die zweitlängste, das ist nicht das Problem. Das passt jetzt nicht zur Skizze, ne? Ich müsste das wahrscheinlich noch viel weiter rausmalen. Das ist also nicht ganz maßstäblich oder größenverhältnismäßig. So, so ist schön. Einfache Aufgaben, wenn irgendwo ein Kirchturm steht und man möchte irgendwas rausfinden und sagt, hier die Höhe der Kirche, die kenne ich und so weiter. Ist alles gut und schön. Der Trick ist aber immer, irgendwelche rechten Winkel zu erkennen bzw. sich welche zu schaffen. Was meine ich mit zu schaffen? Nehmen wir mal Folgendes an, ein Haus mit einem sehr spitzen Dach. Das hat ja nun wirklich keinen, wenn ich jetzt hier am Giebel noch die Grundlinie ziehe, hat es hier sicher keinen rechten Winkel. Aber man kann hilfsweise sich die Höhe des Daches einzeichnen und hat jetzt, und jetzt mache ich es mal dicker, hier plötzlich ein rechtwinkliges Dreieck. Wohl wissend, dass diese und diese Seite natürlich, in diesem Fall wären sie symmetrisch, dass diese Seite nur die Hälfte von der gesamten Grundlinie ergibt. Oder ein Dreher zum Beispiel bekommt folgende technische Zeichnung. Von der Seite her gesehen bekommt er sowas, hat hier einen Ansatz ranzudrehen. Das Ganze sähe so aus. Das mache ich jetzt aber nicht, weil ich möchte ja mal die Seitenansicht zeigen. So. Und sagt sich jetzt, ei, verflixt, wo sind die rechte Winkel? Naja, dann wird der Mann Folgendes machen. Dann sagt er sich, warte mal, wenn ich jetzt hier mal diese Verbindungslinie ziehe und diese Linie hier, die schwarze, verlängere, habe ich hier wieder ein rechtwinkliges Dreieck. Ich kann mir also hier wieder rechtwinklige Dreiecke basteln. Muss natürlich dann die anderen Durchmesser und was dann noch übrig ist, immer noch mit drauf zählen. Das Ganze kann auch unten machen. Oder. Oder ich habe ein trapezförmiges Gebilde und sage, die Linie ist nicht so lang wie die Linie und, aber ich kann wieder eins machen. Wenn es wirklich ein echtes Trapez ist, das heißt also, wenn Grund- und Deckseite parallel zueinander sind, dann kann ich mir hier eine Hilfslinie einmalen und habe hier, siehe da, wieder ein rechtwinkliges Dreieck, denn Höhen stehen senkrecht und so weiter und so fort. Werden wir uns noch vielen Übungen mit beschäftigen. Ja, schöner Hinweis. Hat jetzt in diesem Fall mit diesem Werkstück hier nichts zu tun. Ich könnte auch Folgendes machen. Ich könnte auch so eine Hilfslinie einmalen und hätte dann hier ein rechtwinkliges Dreieck geschaffen. Hat in diesem Fall jetzt keinen Wert. Für so einen Dreher ist das nicht wichtig, aber kann man alles machen. Hauptsache, ich komme irgendwie zu rechten Winkeln. Denn ich brauche rechtwinklige Dreiecke, dann kann ich das machen. Ich gehe dann mal auf andere Tricks ein und werde dann hier einen Verweis machen, wo es weitergeht. Also ich mache jetzt das Video an der Stelle erstmal dicht.